Heute waren im Untersuchungsausschuss zur zweiten Stammstrecke hier im Bayerischen Landtag die beiden Projektmanager der Deutschen Bahn als Zeugen bei uns. Wir haben sie befragt, was denn die Ursachen sind für diese extremen Kostensteigerungen und diesen extremen Zeitverzug bei diesem Projekt. Und naja, so bis ins letzte Detail konnte das nicht aufgeklärt werden, aber die zentrale Ursache ist sicher diese extreme Komplexität dieses Projektes. Der erste Projektleiter, der bis Ende 19 das Projekt geführt hat, hat gesagt, das ist das komplexeste Bahnprojekt, das jemals in Deutschland begonnen wurde. Und der zweite Projektleiter hat auch gesagt, als er das übernommen war sein erster Gedanke, oh weia, da schaut's schlecht aus. Und mich persönlich überrascht es nicht. Wir haben von Anfang an gesagt, das Projekt ist so kompliziert, dass man es einfach nicht bauen sollte, sondern die zweite Stammstrecke nicht durch ein Tunnel, sondern über den vorhandenen Südring führen sollte. Das bestärkt mich sehr in der Auffassung und es erschreckt mich, dass zu keiner Zeit bei der Staatsregierung und bei der Bahn offensichtlich darüber nachgedacht wurde, hier noch einmal umzuschwenken auf die andere Konzeption, auf den Südring. Auf jeden Fall sind wir jetzt sehr gespannt auf die weiteren 7 Zeugen, die diese Woche noch kommen sollen.